Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Eigentlich ist es keine neue Folge, eigentlich ist es extra Content. Zählt nämlich nicht zu den nummerierten Folgen dazu. Das Ganze hier ist im Stream, wir werden jetzt Daily Runs machen. Warum machen wir das? Wir müssen 5 Daily Runs in a row gewinnen. Wir müssen 31 Daily Runs insgesamt machen, aber nicht schaffen. Und 7 Runs schaffen. Nicht in a row. Und in a row bedeutet in dem Falle nicht, dass ich 7 Tage hintereinander direkt spielen muss. In a row bedeutet in dem Fall tatsächlich einfach nur, dass ich die schaffen muss in a row. Bedeutet, ich kann jetzt heute einen Run machen, ne? In 3 Tagen dann den nächsten. Wenn ich den auch schaffe, sind das 2 in a row. Es zählen nur die Runs, die wir auch gestartet haben. Dafür müssen wir alle Mods deaktivieren, dafür darf keine Debug-Konsole an sein und dafür kriegen wir auch 3 Achievements insgesamt. Und ich dachte mir, immer mal wieder im Stream eine Runde, damit wir ein bisschen extra Content auf YouTube haben, oder? Wie seht ihr das, Chat? Wie seht ihr das, Chat? Hallo YouTube, Chat. Ah, da ist der Chat. Guck doch mal, da ist doch der Chat. Ich habe die beste Community der Welt und dazu gehört ihr auch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet, dass ich das im Stream mache, zumindest diese Daily Runs. Okay, Freunde. Wir haben jetzt, wie gesagt, festgestellt, dass die Debug-Konsole auch deaktiviert sein muss. Warum habe ich die Debug-Konsole an? Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich meine Thumbnails besser machen kann. Damit ich mir Sachen aus dem Spiel raus screenshotten kann, die ich so aus den Runs nicht rausbekomme. Molly jut rum. Und wenn ihr mal Bock habt, bei einem Stream dabei zu sein, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Stream. Möglicherweise ist hier die Qualität ein bisschen anders. Der ein oder andere sieht mich jetzt vielleicht sogar hier zum ersten Mal. Ich freue mich, dass ich eure Enttäuschung des Tages bin. Wir gehen in den Daily Run. Ich weiß zumindest schon mal, dass es Lazarus ist und wir gucken mal, was auf uns wartet. Unten links findet ihr eine kleine Information. Das erste, was ihr seht, ist ein kleiner Ihn. Das zweite, was ihr seht, ist einfach nur, wie viele Runs wir schon gemacht haben. Und die Streak ist, damit wir die 5er Streak auch schaffen, damit ich weiß, wie weit wir sind. Gut, wir starten in den Daily Run vom 29.02. Schaltjahr 2024. Und wir müssen natürlich wieder in das Spiel reintappen und das ist eine XL-Ebene. Ist das ungewohnt, dieses Pausemenü zu sehen, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Ist das ungewohnt, dieses Pausemenü zu sehen? So. Gucken wir mal, was dieser... Schauen wir mal, was wird. Das war unser Devil Deal. Danke, Würgi. Das war unser Devil Deal. Oh Gott, ich bin so scheiße gerade. Leute, wir haben jetzt schon 3 Stunden, fast 4 Stunden Isaac hinter uns. Es war heute ein sehr krasses Up and Down. Ich sag's euch, wie es ist. Es war heute ein sehr krasses Up and Down. Ich habe 2 wirklich, wirklich miese Tode bekommen. Ey, Pier ist down. Und wir sehen auf der linken Seite, wohin wir müssen. Wir müssen zu Blue Baby. Und tatsächlich fände ich es nicht schlecht, wenn wir jetzt so direkt mal einen Win holen. So. Okay. Das Ganze natürlich auch im richtigen Spielstand, ne? Logischerweise. So. Und ja, ihr seht jetzt nicht die ganzen Items, die wir einsammeln, weil meine Kamera davor ist, aber das macht nichts. Dass wir jetzt, ouch, Tearstone gekriegt haben, fand ich jetzt nicht so geil. Lass mich mal wenigstens in den Shop reinschauen. Ah, der Potato Peeler. Ist eine Überlegung wert. Ich werde hier nicht auf Scoreboard gehen, Leute. Definitiv nicht. Ich werde hier nicht auf Scoreboard gehen. Weil dafür müsste ich mich beeilen und auf Beeilen habe ich keine Lust. Und dafür müsste ich auch weniger Damage fressen. Aber ihr kennt das ja von mir. So. Okay. Da wir den Devil Deal sowieso schon verkackt haben, können wir das blaue Herz, was hier rauskommt, auch erstmal liegen lassen. So.
Weil natürlich, wir könnten auch auf Scoreboard gehen. Dann müssten wir aber auch irgendwie gucken, dass wir in den Devil Deal kommen. In den Devil Deal, in den Boss Rush kommen. Wir müssten gucken, dass wir zu Hush kommen und, und. Dann könnten wir auf Scoreboard gehen, weil das gibt halt fett Punkte. Aber das ist uns egal. Wir können mal gucken, ob hier der Super Secret ist. Ist er nicht. Wir gehen weiter. The Duke of Flies. Und ihr könnt tatsächlich im Stream diesen Daily Run mitspielen. Ihr könntet ihn mitspielen nebenbei. Und mir sagen, was es im Devil Deal gegeben hätte, wenn ich nicht verkackt hätte. So. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass es da den Brimstone gäbe, dann weine ich. Gerade mal, was ich gerade starte. Den Daily Run. Könnte ich mir so super gut vorstellen, dass du das tust. So. Oh, man merkt, dass ich keinen Damage mache, ne? Aber das heißt ja, also Leute, 36% heißt ja nicht, ich muss wenigstens eins davon mitnehmen. 36% heißt ja nicht, dass ich gar keine Chance mehr auf einen Devil Deal habe. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ist das weird, nicht mit den Enhanced Boss Bars zu spielen, ne? So eine hübsche Schleife, ja, finde ich auch. Lazarus ist hübsch. Ein Hübschi, so wie ich. Sagt nichts Falsches. So, okay, einer ist down. Der zweite ist ebenfalls down. Komm, gibst du mir den Mitleidsdeal-Spiel? Nein. Ich krieg keinen Mitleidsdeal. Aber ich krieg einen Magic 8 Ball. Ich sag ja nichts, dein Wort ist gesetzt. Es ist der... Ach so. Ich habe gedacht, du hättest gerade auch einen Daily Run gestartet und wüsstest schon, was es im Boss Rush gibt. Im Boss Rush, im Devil Deal. Leute, ich habe noch eine Chance, in den Devil Deal reinzukommen. Ich könnte eine Joker-Karte kriegen. Oder eine Range-Up. So. Gucken wir mal hier drin. Und ich werde in den Devil Deal geportet. Au. Ja, der ganze Damage ist jetzt natürlich absichtlich. Ja, ja. Absichtlich. Tears up. Na, immerhin ist unsere Tears Rate wieder da. Okay, dann werden wir es nie erfahren. Außer es schreibt jetzt gleich jemand in den Chat. Ich habe ihn aber nicht gekriegt. So, was war das nochmal? Hermit. Wir können uns einmal in den Shop teleportieren. Das würde ich auch, glaube ich, gerne mal machen. Was haben wir hier? Schmutz. Wir müssen bis Blue Baby. Das heißt, wir müssen durch die Chest durch, beziehungsweise durch die Cathedral. Was bedeutet extra Items? Was aber auch bedeutet, kein Damage Up durch Marm, durch das Negativ. So. Okay. Alles klar. Konzentration. Ist das, es ist auch weird, das Spiel ohne Mods zu spielen und ohne die Item Description, ohne warum ich mich übrigens noch nicht in den Shop geportet habe, ist tatsächlich einfach nur, weil ich gerade keine weil ich gerade eh kein Geld habe. Stirb. Ja, Leute, morgen kommt ja schon
hier auf YouTube die Greed-Mode-Folge für diese Woche. Die ist ja schon aufgenommen, logischerweise. Ich hoffe, dass ihr die Folge gestern, über die ich jetzt im Stream noch nicht reden kann, weil die noch nicht online ist, ich hoffe, dass ihr die sehr genossen habt. Das ist nämlich bisher eine meiner Lieblingsfolgen. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. So. Die hatte einfach alles. Guck mal, ein Pflaster für mein gebrochenes kleines Herz. Mich juckt's an der Nase. Okay. So, und liebe Freunde hier im Stream, ich hoffe, ihr guckt euch diese Folge dann trotzdem an, ne? Ich will den haben. Böse Erinnerung an so einen Gegner. Ich sag nur meinen Lost Run gerade. Nein, aber wir müssen uns wirklich überlegen, ob wir unsere Challenge, die wir hier im Stream machen, vielleicht ein kleines bisschen abändern mit den Extra-Leben, dass wir vielleicht nach jedem vierten Charakter ein Extra-Leben kriegen. Statt nach jedem fünften. So. Okay. Das machen wir, weil hier ist der Magic Mushroom. Du machst die Regeln. Ja. Das schon, aber ich will es mir halt auch nicht zu einfach machen, weil Challenge und so. Es soll ja eine Challenge sein. Es soll ja nicht sein, was wir einfach so einfach schaffen. Für die Leute auf YouTube, die jetzt nicht wissen, worüber ich rede. Wir machen aktuell eine sogenannte Don't Die Challenge auf Twitch. Bedeutet, ich muss mit jedem Charakter in einer Reihe gewinnen. Wir fangen also bei Isaac an, Maggie, Kane und so weiter, bis wir dann halt bei Tainted Jacob sind. Und wenn wir verlieren, müssen wir wieder von vorne anfangen. Aber wir können halt auch extra Leben erspielen, aktuell nach jedem fünften Charakter. Und ich bin, weil diese Challenge wirklich schon lange geht, am Überlegen, ob wir es nach jedem vierten Charakter machen sollten. Wir gehen direkt zum Boss. Oh mein Gott, ich hasse dich. Keiner mag dich, Bombino. Bombino, keiner mag dich. Guck. Willst du wissen, warum dich keiner mag? Deswegen. Du bist eklig. Du pupst hier rum. Dann stößt du dir den Kopf und schüttelst dich dabei. Wunderst dich dann aber auch noch und bist beleidigt, wenn man dich besiegt. Na guck, da kommt so die beleidigte Leberwurst. Okay. Haltet mich mal auf dem Laufenden. Ich will jetzt wirklich wissen, was in der ersten Ebene für... Wow. Wow. Gut, bei Würgi bringt das ja gar nichts, weil sie kein Repentance hat. Sie hat eh einen anderen Run als wir. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt die Brimstone Bombs mit. Ich nehme die Brim Bombs mit. Weiter. Ich habe noch kein Damage abgekriegt. Aber ich habe das Gefühl, wir werden hier ein bisschen suffern. Der splittet sich gleich in zwei. Ja. Was aber auch okay ist, die sind wesentlich schwächer. Und hat es kurz gelaggt. Wir nehmen Dingleberry mit. Die Dingleberry. Oh, ich glaube, ich port mich jetzt in den Shop. Nee. So. Ich meine, wir können noch herausfinden, was im ersten. Für mich wird der Daily Run unangenehm. Ich weiß nicht, was die Items so machen.
Das verstehe ich. Deswegen sage ich ja, es ist wirklich ungewohnt, gerade ohne Mods zu spielen. Sagen wir ungewohnt. So, wir müssen uns natürlich auch ein paar Bomben aufheben. Ja, vor allem wegen den Enhanced Boss Bars. Das ist was, was mich ein bisschen noch rausnimmt gerade. Ich glaube, wir gehen durch den kleinen Raum erstmal hier unten. Dingleberry. Das wird, Leute, das wird ein Scheiß-Run. Wir machen das mal hier. Oh, das hat sich gelohnt. Eher die Kisten statt die Säcke. Oh, das hat sich sehr gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt. Kommt schon, meine kleinen Dingels. Greift an. Zerstöret sie. Die Gegner. Oh, so langsam komme ich aber in den Flow. In den Try Not to Die Flow. Man muss wieder alle Items kennen. Das ist der Nachteil. Free Lemonade. It's kostenlos. Ach, und wie ihr übrigens oben in der Beschreibung seht, ich werde jetzt hier mal ein bisschen Werbung machen. Wir machen bald einen entweder 12 oder 24 Stunden Stream. Und zwar an Ostern, von Samstag auf Ostersonntag, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Und da werden wir auf jeden Fall den da oben angesprochenen Basement Escape Run machen. Denn meine Community ist super geil und hat dieses Sub-Goal heute voll gemacht. Ihr seid gemeint. Und beim nächsten Sub-Goal machen wir dann ein All-Boss in einem Run. Oder ein Arky-Run, wie ich ihn jetzt so schön nenne. Und zwar einen Legit Arky-Run, den wir dann wahrscheinlich mit meinem Hass-Character Tainted Kane machen. Findet ihr dann übrigens auch alles auf meinem Stream-Highlight-Kanal. Da werde ich das dann zusammengeschnitten hochladen. Das ist nice. Jetzt gehen wir in den Devil-Deal. Nee, tut mir leid. Tut mir leid. Aber so cool. Ah, das ist jetzt die Sache. Will ich den Run gewinnen oder will ich Spaß haben? Ich will den Run gewinnen. Ein Cantina-Run, genau. Wir machen einen Cantina-Band-Run. Ich will den Run gewinnen. Wir nehmen nicht Damokles mit. Ich habe leider keinen Devil Deal bekommen. Du hast aber auch nicht Repentance, Virgi. Das heißt, dein Daily Run ist anders als meiner. Die Ebene war identisch. Okay. Danke. Perks. Perks nehmen wir mit. Perks ist ein Wafer-Effekt für eine Ebene. So. The Chariot. Na, wir nehmen Perks mit. Uranus! Wir haben Eistränen. Eins der besten Items, die es gibt. Und endlich mal ein Damage-Up. Sehr schön. Eistiers ist das Beste. Can I get a higher? Higher?
Diesmal war es nicht so schön wie bei dem, Hype Train. Ich bin ein Zauberer, Harry. So. Hat das Hype-Train heuer eigentlich wieder geklippt? Ach, ich kann es im Nachhinein nochmal klippen. Für die, die es verpasst haben, ich kann es hier gerne mal ins Video reinschneiden, wenn ich dran denke. Es ist wirklich super zu schätzen, damit... Can I get a higher? Higher? Möglicherweise, Freunde. Ich sag's jetzt nicht. Nicht im Video. Nein, ich hab's nicht vergessen. Noch nicht. Vielleicht beim Schnitt. So. Leute, erinnert mich mal übrigens dran, dass ich am Samstag, bevor ich streame, erstmal ins Fitnessstudio fahre. Damit der dicke Mann vielleicht irgendwann nicht mehr der dicke Mann ist. Ich krieg gerade viel zu viel Damage. Ich möchte es an der Stelle mal kurz anmerken. Ich krieg gerade viel zu viel Damage. Damage. Allein um zu schauen, ob du es gemacht hast, werde ich mir das Video anschauen. Dann habe ich doch schon mal das erreicht, was ich erreichen wollte, oder? Wow. Ich kriege einen Gegner, bei dem mir mein Spacebar-Item nichts bringt. Aua! Au, okay, okay, okay. Okay, jetzt bringt mir mein Spacebar-Item was. Aber ich bin scheiße. Ich bin wirklich scheiße gerade. Aber was ist mit Ich mag Pizza und das sieht man auch? Das kann man ja danach immer noch sehen. Ich mag ja dann trotzdem noch Pizza und man wird es trotzdem noch sehen. Meine Gene erlauben mir nicht, dass ich ein Lauch werde. The depths are dank. Leute, gehen wir einfach mal davon aus, dass ich gerade sowieso keinen Devil Deal bekommen hätte. Wegen einer 33% Chance. Gehen wir aber auch mal davon aus, und da musste mein Freund lachen. Ich glaube, er kennt das mit den Genen. Ja, nee, also es ist halt... Also definitiv werde ich keine... Kein Lauch. Weil dafür bin ich nicht gemacht. Ich bin schon ein sehr kräftiger Mensch von den auch von den Genen her. Also das lässt sich auch nicht ändern. Aber das heißt nicht, dass ich nicht abnehmen kann. Schnell alles wieder einsammeln. Oh, Tough Love. Zwischendurch mal so ein paar schöne Zähnchen schießen, die dann auch richtig schön Damage machen. So. Das ist eine Sackgasse, sehr schön. Guck mal, in den Boss Rush schaffen wir es schon gar nicht mehr. In den Boss Rush schaffen wir es schon gar nicht mehr. Eigentlich, weil es ist ja der erste Run, Leute, eigentlich, weil es ist ja der erste Run, können wir ja hier schon mal eine 1 reinmachen. Weil das ändert sich ja nicht. Ja, das, also selbst wenn ich jetzt verliere, ist es einer von 31 Runs, die wir machen müssen.
finde es übrigens sehr geil, dass Maw of the Void die Gegner ebenfalls einfriert. Und das finde ich ebenfalls sehr geil für... Wow. Es bringt mir nichts mehr. Ich krieg nämlich keine Itemräume mehr. Es bringt mir einfach nichts mehr. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Aus Prinzip nehme ich es mit. Aus Prinzip nehme ich es dann einfach mit. Fehlt dann nicht noch ein Winz? Ja, für die 7 Winz. Das mache ich gleich noch dazu. Für die 7 Winz ergibt das durchaus Sinn. Ja, du hast recht. So. Leider auch kein Devil bekommen. Okay, ich krieg jetzt auch keinen. Außer das Spiel ist mir sehr gnädig. Rote Mutti ist eigentlich gute Mutti, aber... Oh, hätte ich jetzt diese 0,5% Chance Devil Deal gekriegt, wäre krass gewesen. Ich sag's euch, wie es ist. Wäre krass gewesen. So. 5 Herzen. Lass mich mal hier. Oh, ich habe die Brimstone-Bomben vergessen, ne? Ich habe einfach die Brimstone-Bomben vergessen. So. Okay. Aber wir wissen jetzt wieder, dass wir sie haben. Wir wissen, dass wir jetzt unser blaues Herz verloren haben. Wir wissen, dass wir jetzt unseren Devil Deal verloren haben. Das wird heute irgendwie in diesem Run zum Meme. Aber ich bin halt auch schlecht. Na gut. Ich bin halt aber auch gerade schlecht. Ich habe das komische Messer, welches mich irgendwann töten wird, genommen. Ich habe doch gesagt, Damokles ist Kacke. Also nicht Kacke, aber... Oh, God's Flash. Nee. Doch. Nee, Wavy Cap. Oh, Leute. Kennt ihr dieses eine Level in Yoshi's Island? Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Sucht euch einen Fixpunkt. Vielleicht meine Cam. So. Das war's schon wieder mit dem Devil Deal. Sehr schön. Ich find's krass, wie gut ich gerade bin. Komm, zeig dich. Zeig dich. Danke. Ich find's krass, wie gut ich gerade bin. So. Und das Schöne ist, eingefrorene Gegner zählen als besiegte Gegner. So war's nicht geplant, aber okay. Temperance und Emperor. Temperance können wir einmal sprengen.
Emperor nehme ich nicht mit, ich nehme Perks mit. Perks ist besser. So, und auch hier muss man wieder sagen, nur weil wir keine 100% Devil Deal Chance mehr haben, heißt das nicht, dass wir den Devil Deal nicht mehr bekommen können. Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist. So, aua. Oh shit. Eisige Tränen sind eisig. Oh, wenigstens ein halbes Herz. Oh, danke. Dass ich da nicht getroffen wurde. Aua. Jetzt kriegen wir den Devil Deal nicht mehr. Nicht vergessen, dass wir Lazarus sind, ne? Nicht vergessen, dass wir Lazarus sind. Wir erheben uns von den Toten. Boah, ich mache aber auch echt kaum Damage. So, Effekt hat wieder aufgehört, keine Sorge. Können wir nicht machen, komme ich nicht hin, ohne Damage zu fressen. Sehr cool. Nächster Raum, warte mal, was haben wir hier? Luck up, sehr schön. Ist geil für unsere Two-Shots. Das ist allgemein sehr geil. Oh, ich muss jetzt hier Perks einsetzen. Wir machen es aber clever. Wir gehen erst an das Buch hier, setzen es einmal ein, gehen dann an das Monster manuell. Werden jetzt auch einmal die Wavy Cap ablegen und holen uns die Satanic Bible. Nein, ah. So, jetzt habe ich die beiden Bücher, die ich haben will. Satanic Bible und Book of Sins. Nein, Perks habe ich mir eigentlich, Perks habe ich nicht vergessen, Miko. Perks habe ich nicht vergessen. Perks wollte ich gegebenenfalls für Isaac oder Blue Baby einsetzen. Oder für den Fall, dass wir so einen Raum kriegen. So. Weiter. Wer von mir denkt, ich vergesse das, Leute? Nee, nee. Ich habe auch nicht vergessen, den Boss Rush Wave Counter einzubauen. Nachdem ich 5-mal dran erinnert wurde. Danke, Honey Slice. Aua. So. Okay, let's go.
Moment mal, seit wann habe ich Homing Tears? Jetzt habe ich keine Homing Tears mehr. Aber berechtigtere Frage ist, seit wann habe ich die Babyplum? Ich habe es nicht verstanden. Monstermenü, ach stimmt. Ich habe es vergessen. So viel dazu. Ja, was denkt ihr von mir, dass ich alles vergesse? Also ich würde mal behaupten, das ist der verdiente Lohn, den wir hier gerade kriegen. Also, ich würde wirklich behaupten, das ist der verdiente Lohn. Kannst du bitte mal aufhören, so viele Bomben zu spawnen? Das wäre super lieb. Die Dead Cat werde ich jetzt nicht mitnehmen, weil das bedeutet, dass wir Herzen verlieren. Die Dead Cat nehme ich mit, sollte ich in dieser Ebene nochmal sterben und zu Lazarus 2 werden. Okay. Und stirb. Okay. Weiter. Okay. Würgi ist tot. Würgi hat den Daily Run also nicht geschafft. So. Dann müssen wir das gleich auf eine andere Art und Weise machen. Aber es war wenigstens nicht das Messer. Na, immerhin. Rotten Tomato. Dann müssen wir das gleich auf eine andere Art und Weise herausfinden, was im Devil Deal war. Extra Content, liebe Freunde, damit ich nicht in den Keller komme. Ja. So. Plopp. Klopp, klopp. Dieses Item, was wir gerade haben, haben wir in diesem Spielstand noch nicht freigespielt. Ja? Ich muss es an der Stelle sagen. Dieses Item, das wir hier haben, C-Section, haben wir in diesem Spielstand noch nicht freigespielt. Wir warten kurz ab. Linja Bean, okay. Oder Linga Bean. Au, das war natürlich Absicht, damit der Gegner stirbt. Das war genau so geplant. Aua, guck mal, er rächt sich. Yep.
niemals unter The Dark One stehen bleiben, sonst schießt er seinen Brimstone. Und obwohl ich so scheiße war, werde ich diesen Run jetzt gewinnen. Und plopp. So. Ich hoffe, dass du für die Aussage stirbst. Ich kann diesen Run nicht mehr verlieren, wirklich. So. Und zack. Gut, wir sind auf Platz 1966. So. Wir gucken uns mal an und schauen mal, was wird. So, Freunde, weil wir neugierig waren, haben wir den Practice Run gestartet und wollen jetzt mal wissen, was im Devil Deal gewesen wäre. Oh! Oh! Das hätte es so vereinfacht. Das hätte es so sehr vereinfacht. Ja, ein bisschen ärgert's mich. Oh. Gut, Leute, aber das zählt ja nicht, war ja nur der Practice Run. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Hier auf der linken Seite seht ihr ein Video, was ihr vielleicht noch nicht kennt, was für euch vorgeschlagen ist. Hier auf der rechten Seite, hier direkt unter mir, solltet ihr einen Button haben, auf dem ihr diesen Kanal hier abonnieren könnt. Und da unten in der Mitte, da kommt ihr hierhin, wo ich gerade bin, auf meinen Twitch-Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall auf euch freuen. In der Videobeschreibung ist auch noch der Discord-Server verlinkt. Wir sehen uns. Bis dahin. Und viel Spaß morgen beim Greed-Mode-Run. Ah, es ist ekelhaft, wenn dir die ganze Zeit die Nase juckt, ne?